Brauchen wir ein Taubenhaus hier in Hattingen? Ja, davon gehe ich stark aus, dass wir eins brauchen, weil wir hier eben halt Tiere haben, die verschnürte Füße haben, die Hunger leiden und die keine Plätze haben, wo sie sich aufhalten dürfen, weil der Mensch sie nicht mag. Wenn man bedenkt, die Stadttauben sind Abkömmlinge der Zier- und Brieftauben, sind irgendwann mal in unsere Städte gekommen, können sich aber gar nicht alleine ernähren. Sie brauchen den Menschen, der ihnen aber natürlich nicht artgerechtes Futter zur Verfügung stellt. Also in einem Taubenhaus werden die Tiere gefüttert, haben ihre Nistplätze dort und dadurch ist man in der Lage, die Eier zu tauschen, sodass eben halt nicht weiter für Nachkommen gesorgt wird, weil im Moment brüten die Tiere überall, man kommt nicht an die Nistplätze ran und kann auch keine Eier tauschen. Ein Taubenhaus ist, das kann ein alter Bauwagen sein zum Beispiel, das könnte eine Hütte sein vom eine übrig gebliebene Hütte vom Weihnachtsmarkt. Irgendetwas, was wir auf eine höher gelegene Position bringen können, zum Beispiel auf ein Parkhaus. So einzelne Köpfe haben sich schon Gedanken darüber gemacht, ob das letztendlich dort stattfindet. Das weiß man nicht. Das ist natürlich von der Stadt abhängig. Und es ist natürlich auch davon abhängig, wie viele Menschen sich für dieses Taubenthema erwärmen können. Haben wir denn ein richtiges Taubenproblem hier in Hattingen? Gibt es Schäden oder so durch Tauben? Muss man differenzieren. Ne? Schäden, also wenn mir eine Taube auf dem Balkon kackt, kann das durchaus sein, dass ich davon Schaden erleide. Also ich persönlich, für den anderen Menschen macht es halt nichts. Und das Interessante ist, da wo dieses Tier gefüttert wird, hinterlässt es auch seine Hinterlassenschaften. Er macht also nicht mehr in die Stadt wird nicht mehr verunreinigt. Und somit haben natürlich alle was davon. Auf keinen Fall aus der Stadt jagen, sondern einfach gezielt dafür sorgen, dass Mensch und Taube sich miteinander in der Stadt wohlfühlen. Wir wünschen uns Menschen, die sich für die Tauben und für das Taubenhaus engagieren. Das kann so aussehen, dass es handwerklich begabte Menschen sind, die was erstellen möchten für die Tauben. Das kann die Fütterung sein, die Säuberung sein und sich um kranke Tiere kümmern. So ganz genau, was noch alles kommen wird, muss auch erst noch alles zusammengetragen werden, wenn wir Menschen haben, die helfen wollen. Das Vorhaben steht und fällt natürlich mit den Menschen, die uns unterstützen. Alleine können wir es nicht und deswegen bitten wir Sie, uns anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, wenn Sie in irgendeiner Form mitmachen möchten.